dreckige Hu. Ja, warum, Mann. Warum? Keine Ahnung, irgendwie. Verstehe ich irgendwie nicht. Pisser, Mann! Raste nicht so aus, mein Sohn, ich bin doch da für dich. Du Penner! No. Ich mag Männer! Ja, so. Jetzt kommt eine Punchline! Und jetzt kommt ein Schwanz rein! Und er so. Ja, ja. Und ich so. Und du so. Und er so. Und ich so, kann ich mal probieren? Und du so, das ist das neue Pickup, Black and White. Und er so, nee. Und ich so, doch. Und er so. Und er so, nee. Und ich so. Und ich so, doch. Und er so, nö. Und er so, doch. Und ich so, nö. Und er so, doch. Und ich so, nö. Und er so, doch. Oh fuck, ist das etwa noch der UG's Link? Nein, ist er nicht, lol. Du bist so ein Pisser, Mann. Wieso? Du bist echt ein Penner. Jetzt kommt eine Punchline, ein UG's kommt in den Schwanz. Klick den Link an, mein Sohn. Du Penner, ich mag deine Männer. Deine Männer? Ja, ich hab mehrere. Ich verstehe schon, deine Mama ist eine ganz wilde gewesen. Deine Mama ist eine ganz wilde gewesen. Deine Mama ist eine ganz wilde gewesen. Und jetzt ist sie tot wegen der Blutrache aus Albanien. Vendetta. Oh, ihr Penner, der Justin Mark Männer. Ja, es kommt eine Punchline. Seine Mama geht in meinen Schwanz rein. Nein. 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 Du Penner. Du bist eine Pussy. Heute mag ich mal keine Männer. Ja, deine Mutter mag keine Männer. Runners. Oh fuck, jetzt gibt's mir auf die Fresse. Nein, nein, ich hau dich gleich tot. Keine Sorge. Was, du hast... Du machst mich kaputt. Mach dich Krankenhaus. Ich mach dich Messer. Mach dich verbal tot. Würde ich gerne mal, ne? Was? Immer schlimmer. Worf. Was machst du jetzt? Also wie bitte, wie spät haben wir es denn? Welcher Platz bist du? Und warum bist du dieser Platz? Möchte ich gerne wissen, warum. Soll ich erzähl's dir gleich, indem ich jetzt gleich wieder rüber switche? Welchen Switch? Ich bin Platz... Eulalan, ey, das ist ja wohl hier nicht mehr zum Durchdrehen. Es ist einfach nur scheiße. So, du Penner. Er mag Männer. Oh, jetzt kommt eine Punchline. Jetzt kommt eine Punchline. Mein Schwanz geht in den Mann rein. Ey, Alter, wieso hilft mir hier niemand?
Alter, hilf mir doch. Insufficient permissions. Ja, jetzt piss dich. Guten Tag. Guten Abend, mein Herr. Darf ich Ihnen das was sein? Gutes tun? Was war das? Ja. Was? Pisserin! Was denn? Hure! Ficknutte, Mann! Wer denn? Ich hab keine Ahnung, was der Scheiß soll. Ich spiele jetzt eine Frustrunde, lol. Okay. Danach spielen wir. Danach spielen wir Star Street. Wie heißt das? Starfighter oder so. Und im Hintergrund läuft währenddessen deine Nummer runter. Ja, im Hintergrund schrei ich halt, ihr Penner. Ich mag Frank ist in 5 Minuten da, ich würde es überlegen, jetzt eine Runde LOL zu spielen. Ne? Bitte? Ich sag, Frank ist in 5 Minuten da, ich würde es überlegen, eine Runde LOL zu spielen. Ja, ich brauche nicht. Na gut, dann überlege ich es mir, aber ich fange nicht direkt was, an du, mit was, Zocken. Was ist, wenn du LOL spielst und im Hintergrund auf einmal steht Bad Gateway oder sowas? Hä? Was soll das? Ja, du spielst schon eine Runde LOL. Du spielst schon eine Runde LOL und auf einmal lockst du dich wieder ein und puff, get bait, Connection war weg. Hä? Dann mal 10, 15 Minuten für den Arsch. Fuck. Von Wartezeit meine ich. Ach so. Möchtest du dieses Risiko eingehen? Ich hab mich schon längst vom Chat abgemeldet, nix. Nein! Warum denn, mein so? Ja, weil ich es einfach in Steam kaufen werde und morgen rufe ich da an, ansonsten. Wie denn? In Deutschland haben wir Impressumpflicht, das heißt, die müssen sich irgendwie kennzeichnen. Tun sie doch! Ja, und da muss eine E-Mail-Adresse sein, wo man jemanden persönlich erreichen kann. Und deswegen. Also holst du es morgen oder was? Nee, ich hol's mir heute noch. Damit wir es morgen spielen können. Aber mein Sohn. Aber? Ich höre ein Aber. Es ist ein Aber. Es ist doch egal. Was ist egal? Das ist egal. Was ist egal? Was ist egal? Ja, du hast irgendwas gesagt. Irgendwas ist egal. Ich habe gesagt, aber es ist doch billiger. Ach, es ist billig, verstanden, es ist egal. Nein. Wir haben ja noch Gameladen. Ey, fuck, Mann, ey. Ich hör mir auf mit irgendwelchen Seiten, die ich nicht kenne, Mann. Ey. Gerade Erfahrung gemacht mit dieser Drecks-MMO-Seite. Ich dachte immer, die ist toll und... Oh, ist sie ja auch, wenn du deine E-Mail-Adresse geändert hättest. Ich hab sie geändert, bevor ich... Ja, du hättest ja einfach mal eine neue erstellen müssen, dann wäre gut geschickt. Ich finde das so lustig. Jetzt habe ich dich überredet gehabt,
komm, Brandy, es ist billiger. Nein, 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 doch bitte, komm, probier's doch, okay, und dann ist alles scheiße. Ja, ist doch so, Mann. Aber Gameladen hat eine Service-Hotline. Ist mir scheißegal. Soll ich 10 Euro mehr, aber hab das Spiel. Was für... Ja, ist doch so. Ich hab auch Gameladen doch auch. Für billiger. Oh Mann, ist das lustig. Bitte, was ist lustig? Ja, mich probiert irgendwie. Ja, überleg mal, du zahlst 16 Euro oder du zahlst 30 Euro. Das ist die Hälfte. Ja, aber weißt du, so habe ich Sicherheit und das reicht mir. Wer 14 Euro Stundenlohn bekommt. Sowas will ich auch mal machen, aber ich wundere mich, das geht ja, da gibt es keine großen Geschäfte, wo man so viel verdient. Ja, ich muss nächstes Jahr auch Praktikum machen. Also ich mache nächstes Jahr übrigens entweder... sag schnell, wie heißt es? Fachabi. Ja? Das ist geil. Das ist richtig geil. Warum? Ja, Fachabi, hast du Abitur, Junge, das ist Abitur. Ja, aber ich kann mir den Schwerpunkt aussuchen. Ja, genau. Wirtschaftlich, technisch oder sozial. Oder Gestaltung oder informatisch sogar. Bei euch oben im Norden. Norden. Norden! Norden! Das Lustige ist ja, wenn man Fachabi hat, ist es meistens ja egal, was man hat. Man kann zum Beispiel, hat meine Mutter mir erzählt, sie kennt es aus ihrer Firma, da bewerben sich Leute, die haben Fachabi in... Ich weiß nicht, Gestaltung gemacht oder so, weißt du? Und meine Mama arbeitet woanders. Ach. Mehr Informatik, mehr IT so, ne? Aha. Und die gucken ja noch nicht mal, was sie gemacht haben. Die wundern sich nur, warum hat die Fachabi in Gestaltung und bewirbt sich dann bei uns? Aber die denken sich, okay, die ist weitergebildet, die ziehen wir mal allen vor, was sie sonst noch so gemeldet, bewerbt hat. Das ist einfach... Ich hoffe, ich glaube, ich mache Fachabi, ich denke, aber was bleibt mir denn übrig? Ich würde es auch machen, also es ist auf jeden Fall... Warum hast du es nicht gemacht? Ist das nicht so schwer gewesen? Ich habe mein Fachabi. Achso, in was denn? In Wirtschaft. Keine Sorge, das ist schwierig. Mach Fachabi in Wirtschaft und geht in den Schuhladen. Ja, ich habe doch keine Ausbildung gemacht. Ich mache ja nur eine. Ich habe ja nur Teilzeit gearbeitet, das ist ja was anderes. Er ist doch so. Ich meine, ich habe ja nur quasi eine Erweiterung vom Nebenjob gemacht. Teilzeit ist ja nur 12 Stunden. Damals, du musst da aber nichts von abgeben, oder? Also ich muss bis zum Ende des Jahres muss ich immer versteuern. Bis zum Ende des Jahres. Aber nicht, ja gut, was versteuerst du da, wie viel? Oh, ich glaube 30% oder so, nicht viel. Und dann kriege ich das Anfang des Jahres wieder. Warum? Ja, das ist quasi, man hat eine 8000 Euro Freibetrag als Schüler und Student, den man verdienen kann als Teilzeit- oder Nebenjobber, ohne was man versteuert. Und alles, was man drüber verdient, muss versteuert werden, ist klar. Also es ist jetzt nicht so, also es ist quasi gemacht, um Schüler und Studenten ein bisschen so das Leben zu erleichtern, dass sie nicht alles versteuern müssen, so wie die Erwachsenen. Aber ich meine, die können auch nicht unendlich viel verdienen, sonst würde halt jeder irgendwie Teilzeit und einen Studiengang einschreiben, der ein Abitur hat und würde halt nie wieder irgendwas versteuern. Ja, natürlich. Und deswegen finde ich das in Ordnung. Ich meine, ich habe jetzt in den 3 Monaten ungefähr 2.500 Euro verdient. Nicht wenig, finde ich. Schon. Für einen Teilzeitjob? Für einen Teilzeitjob schon richtig gut. Du musst nichts von abgeben, oder was? Ich musste.
jetzt abgeben, aber ich schreibe gerade eine Steuer, mein Steuerdingens da und bekomm's halt wieder. Von daher war es das auf jeden Fall wert, muss ich sagen. Aber es ist halt ein extrem harter Job gewesen. Aber es hat Spaß gemacht, das war sie. Ja, das war. Das auf jeden Fall. Vor allen Dingen extrem harter Job zählt er mir. Steht im Lager, im Schuhladen und sortiert irgendwelche Sachen ein. Fang mal an, irgendwas anderes zu machen. Weißt du eigentlich, wie heftig das teilweise ist? Ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber wenn ich mal vergleiche, das ist jetzt mit anderen Jobs wie, keine Ahnung, Kanalarbeiter. Ja, gut, aber die sind halt auch, ne, die suchen sich selber aus. Hast du das nicht? Ja, aber die haben halt, weißt du, die machen das halt Vollzeit und nicht so wie ich auf So. Teilzeitbasis oder so. Sondern die machen das halt vollberuflich und das ist halt deren Problem, würde ich sagen. Was soll Diensten als Kanalarbeiter? Ich glaube nicht viel. Google das jetzt mal. Insufficient permissions. Hast du gehört? Aha, gerade wo ich abgegoogelt habe. Nee, in Summe. Was denn? Ja, das kriegst du nicht raus. Und dann kommt halt das Insufficient Permission. Geil. Oh, wann kommt denn der Frank, Mann? In 5 Minuten dann erstellt. Hier steht 1800 bis 2000 Euro brutto, variiert regional. Ist halt auch nicht der schönste Job, muss man einfach sagen. Ist halt so. Aber wer ihn macht, Ja, und da verdient man ja auch wirklich jetzt nicht wirklich mehr als was weiß ich, als in Teilzeit. bei 1800. Lass uns mal für Jahre eine Tour quer durch Amerika machen. Bitte? Bitte? Das ist dein Ernst? Ich bin sofort dabei, ich schwör's dir. Ja, klar, wir haben immer das Geld, überleg ich mal. Aber das wäre doch schon mal was. Nein. Wär doch voll geil. Fängst du an der Ostküste an oder an der Westküste und ziehst einmal das ganze Land bis an die andere Küste. Also ich habe auf jeden ich mach Mietet man sich, dann mietet man sich so ein Wohnmobil oder so, dann geht's los. ich mach das auf jeden Fall.
Die Grundidee an sich ist doch gar nicht schlecht. Guck mal, wieder drei Anschlusslöcher an der Beine. Ja, was soll's. Egal, Digga. Lalalala. Aua, mein Rücken tut gerade weh. Aua. Aua, ich hab gerade meinen Rücken verloren, glaube ich. Autsch. Wahnsinn, aber ich hatte echt Bock auf sowas. Einfach mal die Welt sehen. Nee, ohne Scheiß, Mann. Findest du es. Oh fuck. Nee, das ist die Idee. Ja, super, sonst hätte ich ja das nicht gesagt. Ich mach das auf jeden Fall mal. So, mein Sohn. Wenn der Frank mal ins TS kommt, dann gibt's auf die Fresse für ihn. Und zwar in Street Fighter. Oder hat er das gar nicht? Hat das nicht. Und was hat er? Was hat er? Duke Nukem. Das habe ich noch nicht runtergeladen. Gespielt. Ah, mein Sohn, das habe ich noch nicht runtergeladen. 400 MB. Echt? Wow. Nur? Ja. Dann werde ich mir das mal runterladen. Dann werde ich mir das mal runterladen. Ich wollte gerade fragen, was macht deine Warteschleife? Dann habe ich mir immer gedacht. Die habe ich schon abgebrochen, mein Sohn. Das ist wegen irgendwo. Irgendwas passt nicht. Oh, Mann, oh Mann. Das mit MMOGA, das macht mich gerade echt fertig. Ich hab mal vor, das wäre jetzt richtig Geld gewesen. Ich hab mal vor, man jetzt hier irgendwie für 50 Euro Battlefield oder so gekauft. Ja, 15 Euro sind auch Geld. Ist auch ja, deswegen ja, aber das muss man sich mal jetzt in Relation stellen. Ja, ja, aber dann würde ich ausrasten. Also dann hätte ich keinen Xbox-Controller mehr. Dann würde ich aber wirklich ausrasten. Mit Grund sogar. Nicht so wie sonst, einfach ohne Grund ausrasten. Dann habe ich wie unser Papa der Mord mal ein schönes Wurfpad. Nicht mehr Gamepad, sondern Wurfpad. Ne? Mehrzweckwaffe. Du weißt Bescheid, oder? Ich weiß Bescheid, mein Sohn. Papa, 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 Papa. Jetzt beschwert er sich wieder das Geld, aber dann sag ich, mach auf Steam. Ja, ich hätte es auf Steam gemacht, weißt du, da ist es mir egal, da habe ich wenigstens was für mein Geld.
Da weißt du, was passt. Oh, fuck. Was denn? Ja, das ist so eine Pisse. Weißt du, das sind zwar nur 15 Euro, weißt du, aber... Also ich habe immer was für mein Geld auf MMOGA und Frank auch. Das ist so bitter. Ja, aber ihr müsst nicht eure E-Mail-Adresse ändern, weil ihr sie gelöscht habt. Warum? Pussy MMO ga. Oh Mann, ey. I feel like I am in the dancing in the rain. I'm dancing in the rain. Spürst du was? Das höre ich. Das ist Leidenschaft. Ja? Spürst du das? Kommt tief aus meinem Herzen. Ne? Du weißt Bescheid. Hoffe ich. Wahnsinn, mein Bro. Bro Codex, Bro Codex, Bro Codex. Ich glaube, ich spiele eine Runde StarCraft, aber ich bin mir nicht sicher. Weil wenn der Frank... Ich glaube, oder ich lade mir jetzt einfach mal Duke Nukem runter. Ja, ich muss pfeifen, weil ich nervös bin, weißt du? Ich habe so ein schlechtes Geschäft gemacht. Siehst du, es geht sich sogar noch eine Runde LOL aus. Weiß der Frank, dass wir in diesem TS sind? Ja. Oder denkt ihr, wir sind in Gaming? Bist du dir sicher, dass er es weiß? So macht man es halt auch. Sehr schön, mein Bruder. Was machst du, Justin?
Was denn? Ich habe gefragt, was du machst. Nicht. Warte, ich habe gerade einen Frank geschrieben, dass er dem antanzen soll. Uff, das wird eng. Oh, lauf doch! Ah. Scheiße, ich dachte, ich pack's. Frank schreibt, komme jetzt. Das hat er vor 10 Minuten gesagt. Oder entsinne ich mich da falsch? Wo ist mein... Wo ist mein Ding? Scheiße, das war so zweideutig. Wo ist mein Ding? Gerade am Hochfahren. Leute, die haben in Minnesota gerade Wasser in die Luft geworfen bei minus 50 Grad. Es ist in der Luft schon zu Eis geworden. Ernsthaft? Ja. Wie geil das aussah. Ziemlich traurig, dass in Minnesota gerade minus 50 Grad ist. Was ist so hart? Ja, überleg mal, der schmeißt Wasser in die Luft und in der Luft wird er schon zu Eis und kommt als so Eis wieder runter. Das ist aber ziemlich bitter, ne? Das ist schon. Da pinkelt man ja Eiswürfel, lol. Stell dir vor, du hast so eine Punika oder einen schönen Eistee, der nicht eisgekühlt ist und du willst den eisgekühlt haben, gehst nach Minnesota, wirfst dein Wasser so in die Luft und machst so einen Trick. Und dann werden die, wird das Wasser in der Luft zu Eiswürfeln.